Und damit willkommen zurück zum Minecraft. Ja, im letzten Part haben wir angefangen, ja, Hühner zu züchten. Ne? Wir haben angefangen zu überlegen, was wir als nächstes bauen können. Und das war, glaube ich, im vorletzten Part schon. Wir sind zurück aus der Höhle. Ja, aber wenn ihr das verpasst habt, dann schaut es auf jeden Fall an. So, ich habe mich jetzt mit ein bisschen Baumaterial beladen, denn wir werden jetzt anfangen, unser Bauernhaus zu bauen. Yay, und ein bisschen Terraforming werden wir auch nebenbei betreiben. So, das sind die glücklichen Hühner, die wir ja haben bis jetzt. Wenn wir jetzt hier ein bisschen noch mal kriegen würden vom Graserwerb, würde ich sagen, packen wir natürlich auch noch mal ein bisschen in die Zucht, also noch mal poppen lassen, ein bisschen poppen. So, aber ich würde sagen, wir begnadigen, nicht begnadigen, begnadigt wird hier niemand. Niemand! Wir begradigen jetzt erstmal den Boden, so damit wir hier ein bisschen, ne, eine saubere Fläche zum Arbeiten haben. So. Hier wird begradigt und dann wird drumherum nochmal ein bisschen abgebaut. So. Einmal hier entlang, bitte. Danke. So. Passt doch. So, ich bin tatsächlich jetzt am Überlegen, ob wir nicht einfach das hier einmal alles abtragen sollen oder ob wir einfach nur wirklich hier oben, was wir tragen, jetzt einfach hier mal alles ab. So, dann schlagen wir uns mal hier rein. Wir hätten uns da früher vielleicht ein paar mehr Schaufeln bauen sollen, aber geplant war es ja sowieso nicht, das hier zu machen. Das ist ja eine spontane Entscheidung von mir gerade. Also Augen zu und durch und sauber durch die Gegend hacken. Also Schaufeln eher gesagt. Ja. Nee, da nicht. Da soll bitte bleiben. So. Und jetzt einmal. Lalalala. Einmal hier durch. Einmal hier durch. Ein bisschen Terraforming. Ich könnte theoretisch auch schon mal zurücklaufen und eine neue Dings bauen. Zweite Schaufel. Wir hätten auch unsere eine Werkbank hier mit hinnehmen können. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so eine dumme Idee gewesen eigentlich. Aber ja, wie gesagt, alles spontan hier jetzt gerade. Ich wollte eigentlich auch nur ein Part wieder aufnehmen und das ist jetzt der vierte, den ich jetzt wieder am Stück aufnehme. Ja, so ist es doch immer bei mir. So ist es doch immer. So. So ein bisschen natürlich soll sie auch noch ausschauen. So. Hier ist gut. Wir müssen jetzt aber noch einiges in dieser Richtung hier bauen. Ich mache jetzt einfach mal den Grundriss hier kommen. So weit ungefähr sollten wir gehen. Dann haben wir genug da in der Fläche, um unser Haus zu bauen. Obwohl hier noch ein bisschen in die Breite, damit wir direkt das zweite Gehege anbauen können. Ne, wir haben gerade eh nicht die Zäune dabei. Das werden wir dann auch erst später erledigen. Ich werde aber gleich erstmal zurücklaufen und ja, ein bisschen schaufeln, basteln. Den Stein, da werden wir auch natürlich aus ästhetischen Gründen direkt mal austauschen gegen wunderbare Erde. So. Ne, hier Schaufel, genau. So, solange sie noch funktioniert, können wir uns hier auch munter durch die Gegend hacken. So. Ein bisschen hier Vorarbeit. So, machen wir mal. So.
Machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen mit Hans. Die Kuh schlachten wir übrigens auch gleich ab. Wir brauchen hier immer noch Leder für Schuhe. So. Bisschen Terraforming. Ist ja auch mal nicht so ganz verkehrt. Außerdem haben wir da viel Erde, womit wir unser Lager zuklatschen können. Nee. Und es reicht für Schuhe. Sehr schön. Ich bin begeistert. La 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 la
Bauen wir hierhin. Gute Nacht, böse Welt. Träum süß. Gut. Punkt ist festgelegt. So. Erde, Erde, Erde. So, markieren. Nein, da nicht. Oh, ein Zombie. Wow. Aua, du hast mir wehgetan. Penner. Egal, ich würde sagen, wir graben uns nochmal munter weiter durchs Gemüse. So. Lalalalala. Lalalalalala. So, hier machen wir mal direkt wieder dicht. So. Wir fangen dann auch gleich mal an hier. Wir machen gleich nochmal ein bisschen natürlichen Feinschliff hier rein. Und dann fangen wir auch mal direkt an mit diesem wunderbaren Objekt, das wir Bauernhaus nennen. Da werde ich tatsächlich auch mal ein ordentliches Dach reinzimmern. Was für eins, weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber ich habe da schon so eine Art Idee. Es wird auf jeden Fall eine bessere Form haben, also eine baufreudigere Form als unser Haupthaus. So. Ja, das ist ein eher langweiliger Terraforming-Part, aber das gehört ja auch mal dazu. Also ich hoffe, ich langweile euch nicht allzu doll mit diesem wunderbeschissenen Terraform hier. So, ein bisschen natürlich reinbringen. Sieht doch schon mal recht natürlich aus, würde ich einfach mal behaupten. So, hier würde ich nochmal oben ein bisschen wegmachen. Okay, das war nicht geplant. So. Und dann würde ich diese Reihe tatsächlich nochmal wegzimmern hier. Und alles sieht natürlich aus. So, dann packen wir mal den Stein aus und fangen an mit dem Haus an sich. Ich würde sagen, das ist mal hier der Mittelpunkt. Ja, das ist der Mittelpunkt. Dann fangen wir hier nämlich mit dem zweiten Stall an. Eins, zwei. Ne, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann werde ich schon mal direkt so bauen, als würde ich wissen, wie es enden wird. Und wir bauen fangen 5 vorher an. 2, 3, 4, 5. Obwohl, eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht, dass sie da hinten stehen. So, dann machen wir mal hier nochmal 2 auf jede Seite. Ey. So, 3. Obwohl, nee. Einer reicht. Obwohl, nee, warte, wir machen ja... Doch, war richtig, Entschuldigung. So, hier sind jetzt 5, ja. 2, 3, 4, 5. Das ist quasi der Eingang... So, 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann machen wir mal hier 1, 2, 3, 4, 5.
Obwohl, wir gehen doch ein bisschen weiter in die Richtung. So. Dann müssen wir da nämlich nicht nochmal alles umtragen. Wir machen jetzt einfach mal hier so, warte. Ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann werden wir ja tatsächlich noch mal ein bisschen weiter ins Terraforming rein müssen. Aber hey, das ist ja an sich auch nicht so schlimm. Also theoretisch. Ich schlage mich jetzt einfach mal hier munter durchs Gemüse. Ich fange mal hier hinten an. Ich fange doch hier an. Ja, ich wünschte, ich hätte was Spannendes zu erzählen, aber nö. Ich wollte eigentlich heute Abend American History X gucken, aber stattdessen nehme ich jetzt lieber auf. Ne? Habe ich mehr von. Aufnehmen ist nämlich cooler. Jo. So. Und jetzt hier einmal wieder munter durch die Gegend klatschen. Lalalala. Jetzt machen wir mal die Reihe hier frei. So. Ich freue mich schon, den ganzen Stein zu farmen, um das Haus komplett zu machen. Und die erste Schaufel ist kaputt. Die hat sehr lange gehalten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Machen wir jetzt mal hier direkt weiter. Bam, bam, bam. So, direkt hier weiter. Bam, bam, bam. Einmal quer durch die Erde. Wow. Wäre doch schön, wenn Minecraft öfters mal Musik spielt. Ich habe ja schon mal die Musik lauter gemacht, aber Problem, wenn das Spiel nichts spielt, ne? Da haben wir auch keine Musik. So ist es auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen langweiliger. Aber im nächsten Part geht es dann hoffentlich endlich weiter mit geiler Baustellen-Action. Der wird nicht abgebaut, dann wird angebaut. So, machen wir mal weiter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also das Haus ist ungefähr 17 so, okay. Bin tatsächlich mal überlegen, das sind 5, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Da habe ich mich verzählt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, hiermit sind es dann 11, das ist richtig. Ja, sollte hinhauen. Sollte hinhauen. So, dann benutzen wir mal den einsamen Stein hier. Und dann einmal den Stack. So. Ah ja, stimmt, das ist eine Doppeltür. Da will ich schon mal direkt den Eingang einbauen. So. Mach Platz. So. Mutti. Fuddy. Ohne nochmal die zwei Eier hier.
Bisschen schade, dass beim Ei bis jetzt noch nichts rauskam. Ich wollte ja nicht noch den Baum fällen, aber egal, das machen wir dann morgen. So. Dann machen wir da oben mal wieder dicht. So, danke. Dann essen wir nochmal was. Und ja. Was wir theoretisch auch schon mal bauen können, ist ein Ofen für hier. Also falls uns mal während der Baustellenzeit das Essen ausgeht, dann können wir direkt hier nachbrutzeln. So. Gut. Dann gehen wir mal schlafen. Tja, und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.